So, da sind wir wieder. Neuer Tag, neues Glück. Eigentlich nicht neuer Tag, gleicher Tag, neues Glück. Der steht da immer noch und quatscht rum und versucht pleite zu gehen. Oh Gott, jetzt lacht er Na? sich den nächsten komischen Vogel an. Muss ein bisschen warten. Ja, Augenblick. Die stehen da im Regen, sind alle mittelprächtig begeistert. Keiner mag dich. Oh Gott. Keiner mag mich, aber ich kann keiner nicht leiden. Guck mal, der ist stinksauer. Vielleicht brichst du das mal ab. Er ist schon todwütend. Was über den hier? Na, ja, guck doch mal unten links, seine Stimmung. Guck mal hier, ich zeig's dir mal Ja, warum. warte noch mal. So. Nein! Ich bin so ein kleiner Chaot. Gib mal her, ich zeig dir, wie du nachgucken kannst, was los ist. Na. Gut. Bitte, das hat so gut angefangen. Ja, ich bin doch hier so Darf ich lustig. dir mal zeigen, wo du nachgucken kannst, wie es ihm wirklich geht? Ah, schau mal, da. Hier ist das Gesicht. Guck doch mal bitte Ja, hin. ich guck doch. Und hier kannst du nachlesen, welche Stimmung ihn gerade Ach, da plagen. unten. Hopp. Ja. Das ist eine unbehagliche Stimmung, sagt er. So. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Und irgendwelche Ja. Fremden klauen sich da Essen bei ihm. Oh Gott. Unfug ist übrigens ärgern. Das solltest du nicht die ganze Zeit machen, sonst können die dich ganz schnell nicht mehr leiden. So, dann soll er mal zu denen gehen, wenn er mal was gefuttert hat. Oh, ja, da ist schon wieder einer. Das ist ein Vampir. Caleb. Wenn du den als Kumpel hast und bei dir einziehen lässt, der ist sonnenresistent und der kann sich mega schnell bewegen. Das ist ein ziemlich hochrangiger Vampir. Der kann dich Ja. auch zum Vampir machen. Schau mal, da hinten steht jemand und angelt. Soll ich mit dir auch angeln? Da kannst du übrigens angeln gehen. Fische gibt es auch gegen Geld. Also Fische kannst du verkaufen. So rum. So, hier auch. Nein. Du machst immer Unfug. Wenn du dich anfreunden willst, im Zweifelsfall was Lustiges. Es hilft immer wirklich. Er hat den Witz verstanden. Und er findet es super. So. Caleb ist schon eine lustige Sache. So, Jetzt mal er. gucken. Und dann Daumen hoch. Ich glaube, das könnten deine Kumpels werden. Oh Gott, ey. Ich wusste gar nicht, dass da mal was anderes bei rumkommt. Ja. Er hat gute Freunde gefunden. Hier, Lektion gut. Achim ist gut. Gute Sims sind glücklich, wenn andere um sie herum glücklich sind. Außerdem möchten sie gern die Welt verbessern. Vor allem Pinguinwitz. Ja. Vampirwitz machen, ist das so gut? Probiert einfach. Ja. So, jetzt bist du mal wieder dran. Er hat ja unser Essen geklaut. Jetzt schwärmen sie über die Cornflakes. Das läuft alles viel zu glatt ab. Ja, irgendwie schon. Vor allen Dingen ohne Haus, wenn du dann den Vampir fragst, ob er dich. Oh, rechts steht eine Schönheit. Guck mal, wer das ist. Ach, die. Gut, das Ja. Kleid war schöner als sie. Die beiden haben sich euch getroffen Sag hier. mal, wird der im Regen eigentlich sauberer oder dreckiger? Kannst du mal bei seinen Bedürfnissen schauen?
Das würde mich ja echt mal interessieren. Aber ich muss mal auch meine Tastatur benutzen. Ach, du meinst hier unten? Nö, bisher wird er nicht dreckig. Der Spaß geht runter, irgendwie ist nicht so dolle. Doch, Hygiene geht ein bisschen. So. Ich würde bei meinen beiden besten neuen Lieblingsfreunden bleiben. So. Wenn er sich schon nicht leiden kann. Der rote Teufel. Aber die anderen beiden kannst du dir merken, die stehen auch in deinem Telefonbuch, die kannst du jederzeit anrufen. Soll ich dir mal zeigen, wo? So. Ja. Nee. Die kann ich nicht leiden. Wer, dir? Na, der hat einen roten Balken, ja. Der auch. Der ist grün. Ja, Kompliment über Aussehen machen. Du kannst mit jedem flirten. Zumal die sind ja doch gegenseitig eifersüchtig und sowas. Oh Gott. Oh Gott. Was tut er da? Steht erstmal eine Runde mit 5 Leuten und flirtet mit allen. Ja. So macht man sich übrigens Feinde. Ja, ich mache aber mal irgendwas hier. Du machst immer das Gleiche. Lass uns mal was anderes tun. Freundlich. So. Okay, es wird Nacht. Das reicht. Alle müssen los, außer der Vampir natürlich. Jetzt übernehme ich mal kurz das Steuer. Das kann ich mir nämlich nicht mit angucken. Stimmt. Der geht jetzt mal neben Caleb erstmal auf Klo. Und dann isst er bitte noch den Rest auf. Mülleimer hat er nicht. Ja, das wird interessant. 3, 2, 1, läuft er schreiend weg. Er pinkelt neben ihn und ihn stört das gar nicht. Hast du das Geräusch? Übrigens, du bist sehr warm. Könntest du mal deine Hand bitte wegnehmen von meinem Rücken? Danke. Wir haben was vergessen. Was denn? Ja, was denn? Hier stehen nachher 1000 Schalen. Ja, und es ist ein Bettler. Nein, hör auf. Wo ist ein Postkasten? Schmeiß. Ja. Das sind draußen Mülleimer. Oh, da soll wenigstens die Chance haben. Oh, die sind jetzt alle nach Hause gegangen, ja. Los, räum auf. Ja, mach mal. Und jetzt schmeißt er den Müll hin. Es funktioniert. Und jetzt kann er... Ach nee, schade. Früher konnte man denn nach Teilen plündern und die verkaufen. So, wir probieren es mal nochmal wegzufahren. Ach, Kalender. Ja, cool, einen ganzen Monat. Hat er übernommen. Oder? Nee, ist ja schon Winter. Nee, wir müssen mal ganz kurz den Kalender ändern. Nee, wir haben das Sommer. Ja, aber hier ist der Kalender zu schnell. Ich werde dir gleich zeigen, warte. Boah. Ja. Automatisches Altern der gespielten Sims, ja oder nein? Ja, ich soll irgendwann mal sterben. Aber nicht die ungespielten. Ja, Seiten ändern. Nur 7 Tage. Eine Jahreszeit. Das finde ich persönlich blöd. Boah, 14 oder 28 Tage nehmen. Eine Weil sonst ist Sommer nur 7 Tage. Mach mal wie Tage. Bei Sims 4, 28. Das hier ist Sims 4. Start wie Betty. So. Und jetzt lassen wir ihn endlich mal wegfahren. Reisen. Ach, da. Wir können unseren Kumpel mitnehmen mit denen auch. Aber wohin? In irgendeinem Park hier. Da kannst du ein bisschen Sachen raussuchen und was grillen. Okay. Na, in Parks gibt's Froschteiche, wilde Pflanzen. Guck mal da. Wohin? Park.
Wo ist denn der Park? Das große grüne Ding in der Mitte. Das hier, ja? Ehrlich, das siehst du nicht? Da. Das hier? Magnolienblütenpark. Ja. Ja, da wohnt keiner, es ist kein Schloss. Oh, meine Aufnahmefähigkeit ist halt nicht sehr schnell. Ja, es war wieder ganz schön spät. Aber ist ja, weil das ist ja schon fast eine Ausrede. Gut. Was haben wir denn jetzt? So. Warum du geht sollst das nicht? Nach Dingen gucken, die man verkaufen kann. Pflanzen. Ausschalten. Guck mal nach wilden Pflanzen. Warum machst du die Stadtlaterne aus? Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist übrigens ein, das ist ein hochwertiges Klo. Ja, guck wo? Mal, da ist ein Froschteich. Hier? Da könnte sie auch schlafen legen. Ist denn hier ein Froschteich? Ach, da. So. Da kann er zum Beispiel mit seinen angeln Kumpels gehen. Angeln. Obwohl, zusammen angeln gehen, genau. Da kannst du ja mal gucken, wie die sich anstellen. Denn die Fische kannst du natürlich verkaufen. Wo sind die denn? Rechtsklick auf das Porträt von deinem Typen. Oh. Rechtsklick da. Der war aber gerade ganz schön schnell. Ja, Caleb ist ein Vampir, der kann Vampire schnell laufen. Zusammen hier hingehen. Warum? Einfach so. Kann die nicht spielen zusammen? Nein, das ist für Kinder. Auch nicht hier. Dann hättest du ihm die Eigenschaft kindisch geben müssen. Dann könnt ihr das Spielzeug benutzen. Ach Mensch. Geh mal ganz dicht ran. Mit ganz dicht meine ich ganz dicht. Ja, zum. Sollen sie mal machen hier. Das ist schneller als man denkt. Toilettenstreich. Geh mal bitte ganz dicht dran, ich sehe da nichts. Ja, ich sehe auch. Wow, er kann aber gut rollen. Naja, eigentlich kann er noch gar nichts außer hin und her rollern. Wo ist sein Kumpel auch der letzte Zeit? Oh, mal gucken, was unser macht. Bahngestalten. Oh ja, Effekte. Ja, Konfetti. Cool. Na? Bahngestalten, Effekte, Sterne, nochmal Effekte. Nee, mehr Effekte kannst du nicht. Und Schneeflocken. Das ist immer nur eins. So, da sind sie. Komm mal her. Ja, mach du mal. Rechtsklick. Das ist Kameramodus. Im Finale. Alles gut. Wo willst du denn hin? Ja, schön. Räusche fahren haben wir nicht gesehen, aber dass er jetzt auf Klo geht. Schön. Ja, genau. Oh Gott, er geht ja nicht auf Klo. Gott. So? Nein. Ich kann ja gleich auf Klo, ist das ein Problem. Okay. Ein Glas Wasser entnehmen, Hände waschen, Zähne putzen. Das hilft gegen den Hunger. Wasser nehmen. Das Blöde ist nur, wenn er auf Klo geht. Ah. Na? Hallo? Das sind Palmen, das ist Deko. Ach so. Damit kannst du nichts tun. Ach Mensch, das will ich doch alles nicht. Hat er überhaupt schon was gefangen am Teich? Weiß ich nicht, aber man kann ja nochmal. Da ist dein Inventar. Frösche suchen. Er macht mehrfach Frösche suchen. Weil er sucht dann zusammen angeln gehen. Mhm. Nee, ich zeig dir das Inventar. Das ist okay. Die kleine Box hier. Nö, er hat nichts gefangen. Er dauert aber auch eine Weile. Ja, der Vampir hat ja Vorteile. Oh, er steht jetzt hier erstmal. Wir verfolgen ihn einfach mal. Brauchst nichts machen. Wenn du rechtsklick auf sein Foto. Foto machst, hast du unten die kleine okay. Kamera. Warte. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Toilettenstreich. Na komm. Oh. Warum ist
ich habe das Klo kaputt gekriegt. Mutti, was mache ich denn jetzt? Oh Mann. Super Bild. Ja. Mach mal rechtsklick auf sein Foto. Dann verfolgst du ihn mit der Kamera. Ja. Jungs, zieht die beiden Dicken raus. Ja. Cool, er hat was gefangen. Aber ich sehe nicht. Jetzt aber. Okay. Und Fische werden schlecht. Jetzt ist er. Oh, 18 Millionen. Einfach direkt verkaufen. Wenn er hier eine halbe Nacht steht. Ja, Cerealien kosten 5. Den Fisch könnt ihr grillen, aber er hat mehr davon, wenn er angeln, trainiert und gute Sachen rauszieht. Den kann er auch so essen. Rohen Fisch? Momentan hat er 0 Wasserverbrauch. Mhm. Übrigens, waschen kann er sich da natürlich auch. Er kann sich da im Handwaschbecken irgendwie 10-mal die Hände waschen, dann ist er auch sauber. Cool, er hat noch was gefangen. Oh, wow. Ein Müllfisch. Das war wohl nichts. Das waren die Socken vom Nachbarn. Boah, Caleb gleich einen teuren Fisch, einen Koi oder sowas. Gib den uns! Wenn du jemals Caleb nachher in deine Familie holst, ist dein Inventar voller stinkender Fische. Ich speichere erstmal. Ja. Wie lange geht denn die Folge schon? Wir haben jetzt 16 Minuten. Wow. Wollen wir eine kleine Pause machen? Wir lassen ihn dann offline noch ein bisschen angeln und gucken mal, was er in den nächsten 2 Stunden so fängt. Genau. Gut, vielen Dank fürs Zugucken. Dann lassen wir noch 2 Stunden angeln und dann müssen wir ihn eh schon fast wieder nach Hause schicken, wa? Eben, wir sehen uns dann wieder auf dem Grundstück. Bis dahin, ciao. Tschüss.